Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, von Fienchen und mir. Hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Okay, ich lasse sie runter. Wie ihr seht, ich bin gerade im Bad, ich bin noch ganz schön zerdatscht. Es ist 5:45 und mein Tag startet heute wirklich früh, weil heute einiges ansteht. Grundsätzlich steht jetzt eine relativ volle Zeit an. 17 Tage durcharbeiten steht an. Wow. Ich hatte aber gerade einige Tage frei und das war mega, mega schön. Ich konnte mich gut erholen und ja, jetzt stehen 17 Tage durchpowern an mit Packen diese Woche fürs CAIO, denn ich bin ja auf dem CIO in Aachen nicht nur als Stadionmoderatorin, nicht nur als Moderatorin des Magazins, nicht nur als Mercedes-Benz Markenbotschafterin, sondern diesmal auch mit dem Ponyliebe-Stand. Ponyliebe goes CIO Aachen das allererste Mal. Und das ist für uns relativ anspruchsvoll, weil wir unsere Ausstellungsfläche von knapp 70 Quadratmetern auf 25 reduzieren müssen. War also einiges an Orga nötig und genau, Freitag, Samstag ist Aufbau und wir freuen uns riesig, irgendwie da zu sein. Das ist ja wahnsinnig schön, weil auch immer ganz anderes Publikum ist und wir freuen uns einfach riesig. Genau. Heute steht ein Drehtag an mit dem Gideon, der dann auch dieses Video hier schneiden wird. Ich drehe also ein Video vom Videodreh. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Bevor der Gideon heute Mittag kommt, habe ich aber auch nochmal Training. Gefrühstückt wird auch und Ponys müssen noch versorgt werden. Also es ist irgendwie relativ viel und zwischendurch fahre ich wahrscheinlich noch zum Ponyliebelager. Wir bringen wunderschöne Kleider mit nach Aachen. Hine, möchtest du dich unbedingt audiotechnisch in diesem Video verewigen? Sie will dringend ein Frühstück. Ich werde mich jetzt vorher aber einmal eben zurecht machen, ein bisschen waschen, einmal Haare machen, ein bisschen was ins Gesicht machen. Dann starten wir in diesen Tag. Ich habe mir einen neuen Gimbal zugelegt, der angeblich richtig cool sein soll. Da werde ich jetzt einmal mein Handy draufschnallen und dann schauen wir mal, was der denn so kann und wie ihr dieses Video nachher findet. Der kann angeblich eine ganze Menge. Ihr dürft mir dann nachher gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch der Look gefallen hat. So, ich baue das Ding jetzt mal auf. Ich habe das jetzt einmal ausprobiert. Wird schon gehen. Dem aufmerksamen Beobachter ist gerade vielleicht das ein oder andere aufgefallen, als ich die Koppel gefilmt habe. Denn tatsächlich habe ich zwei, drei Sachen nochmal geändert. Dazu wird es ein eigenes Video geben. Ich bin aktuell noch so ein bisschen in der Ausprobier-Testphase, aber ich bin aktuell sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr entdeckt habt, was ich da noch so ein bisschen geändert und optimiert habe. Ich habe da nämlich schon ein paar Mal vorher drüber geredet und ja, vielleicht ist es euch aufgefallen. Wenn ihr jetzt sagt, wow, jetzt geht die Morgenroutine mit den Ponys los. Nee, das mache ich jetzt einmal ganz schnell selber, beziehungsweise habe ich größtenteils schon erledigt. Meine Mitarbeiterin, die mistet heute. Ich bin für den Rest zuständig. Zur Morgenroutine gibt es hier auch ein komplett eigenes Video. Da könnt ihr euch das alles angucken, wie ich das mache. Deshalb werde ich das jetzt hier nicht nochmal detailliert zeigen. Ich husche jetzt einmal schnell ins Haus. Es gibt Frühstück und anschließend steht dann Training mit den Ponys an. Hört ihr Fine und Joe im Hintergrund knuspern? Hier wird gefrühstückt. Manchmal könnte ich mir auch an den Kopf packen. Ne? Mein Tag ist so pickepacke voll, aber Hauptsache erstmal schön Techie-Nerd spielen und den Gimbal ausprobieren und ausprobieren und ausprobieren. Ich liebe Tech-Equipment, by the way. Und ich muss jetzt direkt einmal alles testen. Aber inzwischen habe ich doch ganz schön viel Hunger. Und vor allem, bevor ich aufs Pferd gehe, muss ich noch was frühstücken. Wenn ich jetzt drei Ponys reite, werde ich um Frühstück nicht herumkommen. Und das ist auch gut so. Denn wir frühstücken jetzt gemeinsam. Ene, mene, mu, gegessen wirst du. Juhu, da freue ich mich.
findet Guavi, ist nämlich eine meiner absoluten Lieblingssorten von Oatsum. Ich finde Benjamin Blaubeer auch sehr lecker, aber Guavi mag ich noch lieber. Bei Oatsum findet ihr ja nicht nur super leckere Smoothie Bowls, sondern auch zum Beispiel die Feelgood Spreads. Da habe ich mich jetzt für das Sunny Coco entschieden und richtig, richtig leckere Toppings, die ihr auch manchmal so als kleinen Snack zwischendurch essen könnt. Und zwar ist das der Apfelprinz, den ich mir jetzt ausgewählt habe. Eine ganz gute Kombi und die bereiten wir zusammen zu. Das Wichtigste einmal vorweg, mit Wölfchen 10 könnt ihr 10% sparen und zwar ab einem Mindestumsatz von einer Bowl, das heißt 15,99 und dann spart ihr 10% auf alles. Auf die Bliss Bowls, auf die Smoothie Bowls, auf die Accessoires, auf die Spreads, auf die Toppings, auf alles bei Oatsum. Okay, wie lecker sieht diese Bowl bitte aus? Ich liebe Findet Guavi. Ich liebe es, dass es blau wird. Am Anfang war ich so ein bisschen so und dann so mega lecker und inzwischen macht es mir richtig Spaß. Was liebe ich noch an Oatsum? Ich liebe, dass Oatsum vegan ist. Ich liebe, dass es in Sekunden zubereitet ist. Man muss es ja nicht immer schick anrichten. Ne? Man kann das auch mal so ein bisschen schneller machen, dann ist es echt in 20 Sekunden fertig. Es ist gesund, es ist lange sättigend, es ist kein künstlicher Zuckerzusatz drin. Also insgesamt einfach ein richtig gutes Frühstück. Aber nicht nur ein gutes Frühstück, sondern Oatsum kann viel mehr. Ihr könnt das auch als Snack essen, ihr könnt es als Mittagessen essen, ihr könnt es als Abendessen essen. Immer dann, wenn es schnell, gesund und lecker sein soll, ist Oatsum genau die richtige Wahl. Wie gesagt, ihr spart 10% mit. Es ist so lecker, schmeckt einfach so gut. Findet Guavi schmeckt ja so ein bisschen fruchtig-zitronig. Super lecker. Man könnte ja meinen, dass es irgendwie super süß ist wegen der Farbe. Aber es ist wirklich eine ganz fruchtige, leckere Sommerbowl. Genau, habe ich das gesagt? Wölkchen 10, 10% spart ihr. Ab einem Mindestbestellwert von einer Smoothie Bowl. Ach so, kleiner Tipp noch. Wenn ihr nicht sicher seid, welche Sorte ihr mögt, es gibt auch so richtig coole Probiersets. Da bekommt ihr so kleine Tütchen, die sind perfekt auf der Unterwegs. Die nehme ich jetzt auch mit nach Aachen zum Chio. Und dann könnt ihr verschiedene Sorten einfach mal durchprobieren. Das noch als kleiner Tipp. Ich werde jetzt einmal meine Smoothie Bowl löffeln. Und dann steigen wir aufs Pferd. Ich laufe mich jetzt schon ein bisschen warm mit der Flori. Sorry, wenn das ein bisschen wackelt. Die ist ja jetzt noch nicht so lange wieder unter dem Sattel nach ihrer Verletzung. Sie hat ja einen Hüftbruch, einen Hüfthöckerbruch. Deshalb, ja genau, boah, ich bin schon außer Atem mit dem Wetter. Gehe ich zum Aufwärmen immer Schritt neben ihr und lasse sie nachher nach dem Reiten auch Schritt an der Hand gehen, dass sie mich nicht unnütz irgendwie noch rumschleppen muss, weil sie braucht noch ein bisschen, bis sie wieder richtig Kraft hat. Ne Süßnase? Da steht der schönste Pauli, der schon ein bisschen ungeduldig ist, aber vor allem auch sehr, sehr müde. Hingeäppelt hat er auch schon. Wir hatten nämlich gerade Training. Erst die Flori und dann war der Pauli dran. Und du warst ein super Tänzer heute, ne? Du hast ein bisschen getanzt. Und so sehe ich nach dem Training aus. Ich bin fertig mit der Welt. Ich bin klatschnass geschwitzt. Mir läuft die Buche wirklich runter. Ich bin jetzt zwei Pferde geritten, Flori und Pauli. Und ich reite hier eigentlich bei der Dina-Dressur. Und ich würde mir wünschen, dass Dina hier um die Ecke ist. Ist sie aber leider nicht. Und deshalb fahre ich jetzt im Moment so ein bisschen zweigleisig, weil ich einfach nicht so oft diese Stunde, anderthalb zur Dina fahren kann. Habe ich jetzt seit einiger Zeit, beziehungsweise heute zum zweiten Mal, seit einiger Zeit ist geil, zum zweiten Mal eine Trainer ausprobiert, wo auch die Rebecca reitet, die Besitzerin von Pauli. Und das passt ganz gut. Der kommt nämlich hier zu mir hin. Dann können wir ein bisschen dranbleiben. Der Unterricht ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ergänzt sich auch mit Dina toll. Und mit Jano, wo ich ja zum Springen und zum Buscheln fahren. Pina Little. Abmarsch.
Manche denken ja tatsächlich, dass ich den ganzen Tag nur Pony streichle und damit Geld verdiene. Das ist natürlich Quatsch. Ich werde so oft gefragt, was ich denn mache, um mir das hier leisten zu können. Die Antwort ist halt tatsächlich arbeiten. Auch dieses Video, was ich gerade mache, ist tatsächlich Teil meiner Arbeit. Aber natürlich nicht alles. Also Social Media, YouTube, Instagram, Videos drehen, schneiden, machen, tun ist ein Teil meiner Arbeit. Aber ich habe ja auch noch den Pony-Liebe-Shop. Das ist auch Teil meiner Arbeit. Ich moderiere immer noch, berate teilweise Firmen und so weiter. Also irgendwie ist meine Arbeit sehr, sehr vielfältig, worüber ich auch sehr glücklich bin. Genau, und so ist es auch so. Ich bin jetzt gerade geritten, hab gedreht, hab dann jetzt parallel bei Insta-Stories hochgeladen. Das kann ich euch hier natürlich nicht zeigen, weil ich die ja im Story-Format filme und hab da auch eine Werbung gemacht. Genau, hab jetzt gerade ein paar E-Mails beantwortet, hab noch was für den CIO Aachen geklärt. Genau, und jetzt muss ich gleich schnell unter die Dusche, mich fertig machen und dann ist ja heute Content-Tag mit Gideon. Das heißt, er kommt an, wir besprechen dann einmal, was genau wir heute filmen. Da haben wir natürlich auch so eine Liste, wir haben gescherte Notizen, damit wir das einfach immer so ein bisschen vorplanen können. Das klappt mal besser, mal schlechter. Da waren wir tatsächlich. Genau, Gideon lacht jetzt. Der schneidet nämlich dieses Video für mich. Der wird sich so denken, so, ja, es liegt an dir. Ich bin halt manchmal so ein etwas spontaner machen wir so Typ. Wobei ich auch merke, dass Planen und Struktur mir gut tut. Und genau, ich werde jetzt einmal unter die Dusche hüpfen, mich fertig machen und dann zeige ich euch auch ein bisschen was vom Dreh mit Gideon, was wir da machen. Der Gideon ist da und wir starten jetzt mit diesem Paket. Da sind nämlich meine Outfits drin, die ich jetzt für das Reel brauche. Und die werde ich jetzt einmal auspacken. Hallo, sind Sie der Stylist? Ich bin der Stylist heute. Ja. Was waren die Jobs, die am lustigsten waren, die du schon mal bei Drehs hattest, außer Kameramann, was ja nun wirklich dein Job ist? Oha, ich weiß nicht, ob wir das hier jetzt... Wollen wir es nicht erzählen? Okay, heute ist Gideon nicht nur... Das Wildeste war... Na nee, wir reden da nicht drüber. Also heute ist er nicht nur Kameramann und Schnitt und alles und überhaupt Chef of the Picture. Bist du Chef of the Picture? Sondern jetzt in diesem YouTube-Video hier, was er aber nachher auch schneiden wird, auch Stylist. Ich finde, du machst das sehr schön. Dankeschön. Das ist super. Also wenn nichts mehr geht. Das ist Teil 2 von dem, wo ich schon gerade dran gesessen habe. Genau. Wir haben den Überblick maximal verloren. Komplett. Ihr denkt nämlich vielleicht, dass ich ein bisschen dumm bin, aber es ist schon wirklich hart verwirrend, wenn man diese verschiedenen Dinge an einem Tag für verschiedene Tage und Formate dreht, mal hochkant, mal quer. Irgendwann weiß man einfach nicht mehr, wie man heißt. Aber wie ihr seht, ich habe mich jetzt in ein Outfit schon reingeschmissen hier. Habe schon die Hairs gemacht und so weiter. Boah, ich habe überall Stiche, ne? Krass. Mein Stylist Gideon. Er macht jetzt noch die Etiketten ab. Und dann drehen wir nicht für dieses Video, auch nicht für ein anderes YouTube-Video, sondern für ein Reel. Ja, das wird gemacht. Freunde der Nacht, mir ist so unfassbar heiß, ne? Jetzt habe ich auch noch eine Jacke drüber über diesem Hoodie. Hilft ja nichts, ne? Wenn gedreht werden muss, muss gedreht werden. Und ich halte jetzt noch ein bisschen aus in der Jacke bei 34 Grad. Entschuldigung, haben Sie einen Jobwechsel gemacht? Von Assistent und Stylist zum Cutter. Zum Cutter. Wohin hat er auch mal eine Kamera in der Hand? Bist du zufrieden mit dem Material, was ich gefilmt habe? Es ist jetzt ein bisschen krass, weil jetzt filme ich dich dabei, wie du für dieses Video schneidest, was ich jetzt gerade weiter drehe. Was dann auch wieder im Video ist. Ja, muss ich ehrlich sein eigentlich? Ja. Ja, das Material ist richtig gut geworden. Ja? Bist du zufrieden? Ja, ich bin ja kein Profi, aber... Ja, ist schon gut. Ja? Es ist auf jeden Fall lustig, er hat immer wieder gelacht. Lustig kann ich. Wir können nicht alles von dem Spaß zeigen, aber es ist viel Spaß. Es gibt Outtakes vielleicht. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Ich zeige euch jetzt mal hier für mehr Realität auf Instagram. Falls ihr euch fragt, was das hier soll. Also unten liegen noch irgendwelche Sachen, die ich mal teste. Dann steht da noch ein Stiefel rum. Warum da nur einer steht, fragt man sich. Irgendwie eine Flasche zu trinken, einen Akku, Schermaschinenöl, eine Tasse, eine halbe Schermaschine. Das war vorher alles auf dem Tisch, also außer dem Schuh. Und ich musste das wegräumen für einen Zeitraffer. Also ist doch logisch, dass ich es auf den Boden gestellt habe und es wahrscheinlich die nächsten 2 Tage nicht wegräume. Nee, also bei mir ist eigentlich fast immer aufgeräumt.
Bis auf die 2-3 Räume, die nicht aufgeräumt sind. Aber es ist schon witzig, wenn man sich dabei dreht, wie man dreht. Also es ist schon lustig, wie man Dinge dann auch von A nach B räumt, weil man versucht, dass es irgendwie ordentlich aussieht. Aber deshalb zeige ich euch auch immer solche Ausschnitte. Also prinzipiell ist es hier natürlich nicht voll Chaos. Aber es ist schon so, dass man mal irgendwie, weil da liegt jetzt irgendwie noch so ein Hund rum und Pakete stehen rum und so. Also man räumt schon auch Sachen irgendwie von A nach B, wenn man so dreht. Aber wir kommen ganz gut durch. Ich bin ganz zufrieden. Und wir haben tatsächlich morgen auch noch einen Drehtag. Ein Ding steht heute wirklich noch sowas von auf meiner Agenda. Und wenn ich das schaffe, bin ich glücklich. Nämlich ein Spaghetti-Eis essen. Wollen wir Eis holen? Ich erfülle jetzt schon wieder dieses ganze Influencer-Klischee, ne? Nix machen hier, auf der Bank rumsitzen, Chaos, bisschen Eis essen. Was willst du für ein Eis? Björn, was willst du für ein Eis? Ja. Heute gibt's Eis, ich gebe einen aus. Jetzt wird dieses Video schon wieder zu lang. Da hinten wird gewiehert, da wird gequatscht, dabei will ich mein Video drehen. So, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich habe mir was angezogen, was aussieht, als ob ich so eine Hochbeetbesitzerin bin. Jetzt kommt wieder so hier so viele Klischees. Nein, aber ich finde das manchmal schön, mir dann so was Passendes dazu anzuziehen. Ich stelle mir dann so vor, wie sieht wohl so jemand aus, der so ist. Und dann ziehe ich mich so an und dann fühle ich mich fähig. Ich finde, mir fehlt noch so ein Hut. Aber Hut gibt's nicht, also drehen wir jetzt so. Da ist der Björn. Da ist er. Hallo Björn. Hallo. Da ist der Gideon. Alle immer noch da. Wir kriegen gleich übrigens Eiscreme. Eigentlich war mein Plan, dass ich das Eis hole, aber durch eine glückliche Fügung bekommen wir jetzt Eis gebracht. Ist das nicht schön? Vorher drehen wir jetzt aber das nächste Video. Interessiert euch eigentlich, wie dieser Arbeitstag so abläuft? Wahrscheinlich ist dieses Video schon wieder viel zu lang, ne? Gideon, ist das Video jetzt schon zu lang? Ich habe mich auf jeden Fall umgezogen, das habt ihr gesehen. Und jetzt drehen wir das Video mit diesem Outfit, was ihr dann irgendwann auch sehen könnt. Soll ich dich noch filmen oder soll ich einfach nur neben dir? Du sollst nur neben mir herlaufen. Das ist überhaupt nicht geskriptet. Ich wollte dir noch für den schönen Drehtag danken. Sehr gerne. Wir hatten echt einen schönen Drehtag. Wir haben jetzt gerade noch verrückte Sachen gedreht. Mein Arbeitstag ist tatsächlich noch nicht zu Ende. Deiner auch nicht, ne? Nee, du musst jetzt noch, du musst dieses Video noch schneiden, ne? Also ich bin wirklich voll verwirrt. Einiges habe ich noch auf dem Plan, aber jetzt gibt's erstmal Eis. Bisschen windig, hier kommt gleich ein Unwetter. Aber viel wichtiger, der Eis-Express war da. Ich gebe nämlich jetzt einen Eisbecher aus. Der Gideon hat sich ein Spaghetti-Eis gewünscht. Der Björn hat sich nochmal umentschieden. Der hat Erdbeer und Zitrone genommen mit Sahne, aber die Sahne und den Trick müsst ihr unbedingt mal probieren. Dann wird nämlich die Sahne so hart wie Spaghetti-Eis, aber es ist kein Spaghetti-Eis, was ganz schön ist. Und ich habe einen Pistazienbecher. Hier, der Esel ist selbst zuerst oder wer? Das ich probiere direkt mal. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich muss jetzt aufhören zu drehen, weil ich jetzt mein Eis genießen muss. Wenn ihr Fragen habt, Videoideen, Wünsche, schreibt mir alles unten in die Kommentare rein. Warum kann ich nicht mehr reden, wenn ich nicht esse oder trinke? Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, genau. Ihr sollt meinen Kanal auch abonnieren. Und ihr sollt diese Glocke aktivieren. Ich weiß bis heute nicht genau, was die Glocke macht, aber drückt da drauf. Genau. Ich esse jetzt mein Eis und wir, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Gideon, hier ist dein Spaghetti-Eis. Bitteschön. Und Björn, hier ist dein Eis. Bitteschön. Das ist witzig, ne? Man kriegt immer so einen hässlichen Löffel, wenn man so einen, nicht so einen Becher hat. Dann kriegt man so einen kleinen Löffel. Und wenn man so einen Becher hat, kriegt man so einen schönen Löffel.